MakeCode ist eine visuelle Programmierumgebung, mit der unter anderem Programme für den BBC Microbit durch einfaches Klicken und Ziehen mit Blöcken entwickelt werden können. Unter der Adresse makecode-microbit.org ist die Programmierumgebung mit einem Browser erreichbar. Es wird also lediglich ein Computer mit Internetzugang benötigt. Für Tablets gibt es übrigens mehrere Apps für den Microbit. Schauen wir uns die Programmierumgebung einmal genauer an. Wir starten sie durch Klick auf New Project. Zunächst ändern wir jedoch die Sprache über das Einstellrad rechts oben, Language und dann Deutsch. Ganz links befindet sich der Simulator. Er zeigt quasi eine Vorschau des programmierten Algorithmus. Man kann ihn in den Vollbildmodus schalten oder ganz ausblenden. Rechts neben dem Simulator befinden sich die Blöcke zum Programmieren für Ereignisse, Anweisungen und Kontrollstrukturen. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt und sind teilweise unter den Unterkategorien More zu finden. Rechts auf der Seite befindet sich der große Bereich zum Programmieren. Die Blöcke werden durch Klicken und Ziehen aus den Kategorien zu einzelnen Skripts zusammengesetzt. Möchte man einen Block wieder entfernen, so zieht man ihn zurück auf die Kategorien und lässt ihn dort fallen. Auf welche Kategorie man ihn dabei fallen lässt, ist egal. Der gesamte Kategoriebereich wird zum Papierkorb. Möchte man das Programm auf den BBC Microbit übertragen, muss es zunächst heruntergeladen werden. Am unteren Rand befindet sich der Button dazu. Der Browser lädt dann beim ersten Mal eine Datei mit dem Namen Microbit ohne Titel Hex herunter, beim nächsten Mal eine Microbit ohne Titel 1 Hex und so weiter. Die letzte Version des Programms ist also immer die Datei mit der höchsten Zahl im Namen. Um den Überblick zu behalten, lohnt es sich, im Textfeld rechts neben dem Button das Programm mit einem passenden Titel zu versehen. Dieser wird dann im Dateinamen mit übernommen. Anschließend wird der Microbit mit einem USB-Kabel an den Computer, auf dem er programmiert wird, angeschlossen. Er erscheint nach kurzer Zeit als Wechseldatenträger mit der Bezeichnung Microbit, also wie ein USB-Stick. Darauf vorhanden ist eine Datei, mit der die Microbit-Website aufgerufen werden kann, und eine Textdatei mit technischen Infos. Die heruntergeladene Hex-Datei muss jetzt nur noch auf den Microbit kopiert werden. Er erkennt, dass es sich um ein Programm handelt, das er ausführen kann, und programmiert sich damit neu. Man sieht davon lediglich, dass die gelbe LED auf dem Microbit auf der Rückseite schnell blinkt und ein Fortschrittsbalken für den Kopiervorgang angezeigt wird. Nach erfolgreicher Programmierung verschwindet das Laufwerk vom Microbit und erscheint automatisch neu. Hat alles geklappt? Führt der Microbit nun genau das gleiche Programm aus, das man im Simulator sehen konnte. Ein Tipp: Es ist besser, die Hex-Datei nicht direkt auf dem Microbit herunterzuladen, was problemlos möglich wäre. Man kann die Datei so später wieder in MakeCode hochladen und erhält dann sämtliche Blöcke wieder rekonstruiert. Denn sobald der Microbit neu programmiert wurde, löscht er sämtliche Hex-Dateien aus seinem Speicher als Wechseldatenträger. Um den BBC Microbit mit dem neuen Programm nun zu nutzen, muss man nicht ständig an einem eingeschalteten Rechner sitzen. Die Stromversorgung ist nicht nur über den USB-Anschluss, sondern mit der mitgelieferten Batteriebox auch über den Anschluss rechts oben auf der Rückseite möglich.